Ein Souvenir muss nicht unbedingt schön sein, das beweisen wohl die allermeisten Reisemitbringsel. Es geht ja auch nur um ein Stück Erinnerung mit hohem Wiedererkennungswert. Der Eiffelturm als Schlüsselbund, die Freiheitsstatue als Kühlschrankmagnet. Kennt jeder. Beim ersten offiziellen Souvenir aus dem Saarland, dem Sarvinier, scheint das aber irgendwie nicht zu funktionieren. Eine Wurst? Es sieht aus wie aus einem 3D-Drucker, aber was es genau ist, könnt ihr nicht sagen. Keine Ahnung. Das hat mit Sicherheit ein hochdotierter Diplom-Ingenieur gemacht. So sieht es nämlich aus, weil keiner was mit anfangen kann. Hier geht's ums Sarvinier, das erste offizielle Souvenir des Saarlandes. Doch was Ende April mit viel Tamtam enthüllt wurde, sorgt eher für Spott als für Begeisterung. Gerade mal 400 Exemplare sind bislang verkauft. Wen wundert's, sieht das Sarvinier im Original doch so aus. Ein undefinierbares Etwas aus mausgrauem Plastik. Auch bei den Touristen an der legendären Saarschleife sorgt der Preis von 20,80 Euro für eine, sagen wir mal, gewisse Kaufzurückhaltung. Für ein Stück Plastik. Also ich denke, am Preis muss man noch was drehen. Ja. Da muss man was drehen. Aber das ist doch ein Haufen Geld für so ein Ding. Dabei steckt eine größere Idee hinter dem Sarvinier. Denn die gerade mal 5 cm hohe Figur setzt sich aus 8 verschiedenen Attraktionen zusammen. Da schlingen sich der saarländische Lioner und die Saarschleife um das Saarpolygon, das mit dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte, der Abtei Tholey, einem Förderturm, dem Rheinheimer Pferdchen und einem Radwegeschild zusammengebacken wurde. Ich als gebürtiger Saarländer sage, es ist gruselig. Schön ist für mich anders. Dinge, die Welt nicht braucht. Zu der Rubrik würde ich das zählen. Für Unmut sorgte auch, dass ausgerechnet eine Hamburger Agentur die Schönheit des Landes in ein Souvenir packen musste. Leider war die Sicht aus dem hohen Norden nicht so ganz scharf, ist doch die Saarschleife im Souvenir spiegelverkehrt abgebildet. Noch dazu wurde die Kampagne aus dem Corona-Sondervermögen finanziert, um den Tourismus nach der Pandemie wieder anzukurbeln. Kosten insgesamt 230.000 Euro. Wie sagt man so schön, guter Geschmack war eben schon immer etwas teurer.